Dreska, ein Star Wars Fanfilm, kurz nachdem der Todesstern vernichtet wurde, auf Deutsch? Geil! Moin Leute, hier ist der Denglischer. Heute gibt's ein Übersetzungsvideo von den YouTubern Damsel and Damnation. Am Ende des Videos könnt ihr natürlich wieder darüber eine kleine Review erwarten. Und natürlich, wenn euch das hier gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Viel Spaß? Ah ja, gleich hört ihr eine andere Stimme als meine. Viel Spaß 2.0! Generator auf Endor wurde zerstört. Der Todesstern ist jetzt ungeschützt. Der Feind ist im Inneren. Was steckt an Endor? Todesstern ist Kern angeschlagen. Wo bin ich? Wer seid ihr? Es ist alles gut. Ihr seid in Sicherheit. Ich bin Dr. Cray. Erinnert ihr euch an euren Namen? Dreska. Dreska? Gut. Das ist gut. Ich muss... Nein, steht nicht auf. Noch nicht. Ich verspreche. Dreska, wir tun alles, was wir können. Aber ich befürchte eure Verletzungen sind äußerst schwer. Was ist mit mir passiert? Euer Schiff stürzte nach dem Kampf ab. Aber Commander Skywalker, er fand euch. Skywalker? Er ist am Leben? Ihm geht's gut? Er verließ den Todesstern rechtzeitig. Ich dachte, er wäre weg. Nach allem, was ich hörte, denke ich, nichts tötet Luke Skywalker. Luke? Ja, in der Tat, ich hörte. Oh, es tut mir leid. Ich habe nicht gemerkt, dass ihr an jemand anders gedacht habt. Es ist nur, dass ich von keinem anderen Skywalker in der Rebellion weiß. Aber da sind so viele neue Rekruten. Es ist schwierig, das alles zu verfolgen. Sicher, wir werden finden. Ich werde ihn töten. Entschuldigung? Ich werde ihn töten! Bitte! Wir versuchen euch nur zu helfen. Rebellion Abschaum! Ich weiß es nicht. Ihn glaubt ihr zu beschützen? Einen Helden? Einen Erlöser? Das Imperium war da für mich, als es niemand anders war. Der kostbare Luke Skywalker hat mir alles genommen. Er ist ein Monster. Luke, rettete euch von dem Absturz. Zu mir gebracht. Er hat euer Leben gerettet. Der ist das wahre Monster.
Nein, stopp! Nein, jetzt red ich! So, dann kommen wir mal wieder zu der Review. Und zwar, ich fand den Film echt gut. Es ist ein Fanfilm von Star Wars und Star Wars hat eine ziemlich hohe Fanfilmdichte, muss ich echt mal sagen. Also da gibt's ja schweineviel, also schweineviel. Und da kann man sich ja richtig tot gucken. Von gut bis ganz schlecht, von super gut bis ganz, ganz katastrophal gibt's da alles. Und Dreska als Film als solches und vom Inhalt her, er gibt jetzt knapp über 7 Minuten, finde ich ihn ziemlich unterhalten. Die Effekte sind gut bis mittelmäßig, aber ich fand es eigentlich trotzdem sehr unterhalten. Und die Schauspielerin, beide fand ich sehr sympathisch und haben ihre Rolle eigentlich ganz gut geschneidert. Ja, zu der Übersetzung selber. Die ließ sich echt richtig gut anfertigen. Und diesmal habt ihr ja gehört, dass ich meine Stimme wunderschön verstellen konnte. Na, Quatsch, ein Joke. Nee, das war meine Freundin. Und sie hat ihren Job richtig toll gemacht. Und sie wird auch öfter mal zu hören sein. Und ja, es ist auch immer noch aktuell, dass ich immer noch für die weiteren Projekte nach ein paar Sprecherrollen suche. Männer wie Fräulein und sogar jüngere 12. Welche, die noch vor den Stimmbruch sind, könnt ihr euch auch gerne melden. Oder falls ihr sogar so ein Talent habt und könnt solche Stimmen imitieren, dann immer her, komm, meldet euch. So, und dann kommen wir auch schon zur wichtigsten Frage. Und zwar, haut mal in die Comments, welche Star Wars Fanfilme ihr denn schon gesehen habt. Und das Allerwichtigste, welchen ihr als nächstes von uns synchronisiert haben wollt. Okay, schön, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder ein schönes Wochenende oder was sonst auch noch. Alles schön, bis dann, tschüss.